You shall not pass! Dot, 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 dot. Buh, buh, buh. Ja. Ich mach dich kalt! So kalt wie ein Eisblock! Dot, dot, dot. Ich habe ein Loch im Bauch. Mach dich kalt. Du kannst mich nicht aufhalten. Dot, 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 dot. Ich nicht. Lüg mich hier an. Ich werde dich besiegen. Ja, nee, dann gehe ich lieber. Hä? Was? What? Und Opa, wie gefällt dir das in Nordenheim? Auch nicht schon wieder Witze mit meinem Opa. Sieht ganz schick aus. Duhu, es ist mir eine gute Nachtgeschichte. Okay, stell dich schon mal auf den Schrank. Stell dich schon mal auf den Schrank, es soll mehr nach Atmosphäre. Okay. Stell dich nicht auf den Schrank. Was? Warum legt er sich ins Bett? Ne? Also, du weißt ja noch, dass Weiler und Elaine Oscar töteten. Ne, das ist schon richtig, glaube ich. Nur unfriedlich unter den Menschen leben. Okay? Nö, aber erzähl weiter. Also, als sie schon mehrere Jahre unter den Menschen gelebt haben, passierte folgendes. The fuck? Weiner, bist du wach? Der liegt in den Sarg, warum sollte er wach sein? Du, Weiner, bist du wach? Sag doch mal, hey, hörst du mich? Hey, hey, listen, listen, hey, hey, listen, listen, hey, hey, listen, listen. Ja, Schatz. Ich hätte gerne eine Tochter, Weiner. Wie du willst, in deinem oder im Nein, Weiner, Vampire können keine Kinder kriegen. Wir müssten einen Menschen zu einem Vampir machen. Dot, dot, dot. In deinem oder im Sarg. Nie nimmst du mich ernst. Warte auf einen Witz, von mir aus gerne. Gleich morgen sind wir uns einen geeigneten Menschen. Toll, danke, Weiner. Gute Nacht. Elaine, Schatz. Ja, Weiner. Jetzt, wo wir gerade wach sind, könnten wir doch... Dot, 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 dot. Alter, ist eine hier echt sexistisch oder sexistisch oder was? Alles klar. ja. 5 Sekunden später ist einer gerannt. Mhm. Da gibt's auch sowas wie Wait for Completion und so, ne? Von daher. Wir hier wohl endlich einen geeigneten Menschen finden werden? Ich hoffe es sehr. Aber ich habe eine Idee. Diesmal werden wir nicht die Eltern fragen, ob wir ihre Tochter haben dürfen. Ja, das werden wir mal probieren. Warum blinkt das Bild da? Ich wünschte, wir bekämen einen Hinweis, wo wir einen geeigneten Menschen herbekommen. Blink. Ja, sowas wird wohl nie passieren. Wetten, das Bild rastet gleich aus. Hey, sieh mal. Was ist? Das dicke Messer da. Es sieht aus, als würde die Wand zeigen. Okay, das war nicht schlecht. Ah ja, du hast recht. Aber wo zeigt es denn hin? Ein Bild? Hey, sieh dir das Bild mal genauer an. Ja, ein toller Bilderrahmen. Ob der verkäuflich ist? Ich dachte ja an das Mädchen auf dem Bild. Sieht es nicht hübsch aus? Ja, du hast recht. Das ist sie. Sie soll unsere Tochter werden. Lass uns mal die alte Frau da in der Küche fragen, wo wir sie finden. Alles klar. Aha. Entschuldigen Sie bitte. Ich kann keine alten Frauen
Die einfach wieder um. Dort, dort, dort. Hallo? Entschuldigen Sie, wir haben eine Frage. Und jetzt? Ja. Was? Wo gehst du hin? The fuck? The fuck? Die geht einmal um den Tisch. Warum das denn? Warum geht die einmal um den Tisch rum? Das ist so dumm. Oh, haben die mich erschreckt? Was wollen sie? Wir sagen gerade das Bild an, wir sagen gerade das Bild an der Wand. Wir möchten wissen, wer das ist und wo wir sie finden können. Guten Tag! Wie heißt die Person auf dem Bild da hinten? Ja, Ihnen auch einen schönen Tag noch! Sagen Sie uns jetzt, wo wir das Mädchen finden können, dass es dort auf dem Bild zu sehen ist. Darf ich Sie beißen? Bitte nur einen kleinen Happen! Nein, wir leben da erst in Frieden mit der verdammten Menschen! Na schön, komm, lass uns gehen, sonst kriege ich noch Aggression. Und dann kommen die. Ah! Ja, besser ist das. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Ich will unbedingt dieses Mädchen als meine Tochter. Wir foltern die Mutter. Dot, dot, dot. Entschuldigung. Jetzt haben wir schon den ganzen Tag gesucht. Komm, lass uns nach Hause gehen und morgen weitersuchen. Alles klar, lass uns gehen. Miss? Ist das nicht China oder wie der Typ heißt? Also der Typ, der Fahrer Ustra war oder so am Ende? Spoiler, Spoiler. Der Dude hat sich auf... der Dude hat sich auf eine Schlauze gelegt. Ja. Wer war das? Keine Ahnung, aber laufen muss er noch üben. Los hinterher, ich will wissen, wer das war. Alles klar, dann dabei wir uns lieber. Ja, gleich kommt er, also bloß hinterher. Ja, und top. Dort, 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 dort. Sollen wir? Okay, das ist jetzt. Ja, lass mal machen. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist dieses ewige Gelabere Parodie-Bett. Zieh mal deine, das ist das Mädchen von dem Bild. Wie scheint hat uns dieser gehbehinderte Typ zu ihr geführt. Ich werde sie jetzt beißen. Aber leg mal, du reißt sie einfach aus ihrem Leben. Das können wir doch nicht machen. Doch, doch, doch. Pech! Und willst du erstmal wissen, ob sie ein nettes Mädchen ist oder eher ein verzogener Göre? Nein, wenn ich zögere, schnappt sie uns ein anderes Vampirpaar weg. Hoffentlich ist die auch stubenrein. Da war was falsch geschrieben. Hör da, Schmetterling. Und ab, sonst mache ich dich kaputt. Boah, also der aggressiv Traum weiter. Das packe ich sie mir. Oder auch nicht. Hä? Und so. Und so. Und so. Und so, bis Helen in Jane hat kalt und ließ ihren Speichel in die Wunde tropfen. Nom 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 nom. Glaubst du, das ist ein guter Weg, Jenna, uns nach Hause zu bringen? Babus, babuf, babuf. Na klar, bis sie sich vollständig zu einem Vampir in einem Vampir verwandelt hat, merkt sie so nichts davon. Au! Außerdem sind wir gleich da. Ja, du hast recht. Darf ich auch mal? Na klar. Muss ich irgendwas beachten? Eigentlich nicht. Den Namen möglich. Also, sonst sitzen wir noch morgen. Das ist so fies, ey. Das ist schwarzer Humor, der ist wenigstens noch okay. Ich wünsche dir heute viel Spaß mit deinen Freunden.
Kriege ich hier viel ab? Nein! Kein Salz! Pass auf, was du denkst, junge Dame! Entschuldigung, ich gehe dann jetzt. Ich will wieder die Kinder Gedanken lesen. Tschüss! 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 ja. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Da versucht jemand einzubrechen. Los, verstecken wir uns, um zu sehen, wer es ist. Okay, kommt, wir tun so, als wären wir Statuen. Was zum Fick? Alter! Okay, lass uns cool erlitzen. Das ist also das Haus von Elaine Weiler. Ich sollte schnell das Zauberbuch finden, um Meister Asgraf von seinen ewigen Qualen als Blutgeist zu befreien. Und das erzähle ich ganz offensichtlich vor den beiden. Ja. Hm. Mal sehen, wo könnten sie es nur versteckt haben? Hm. Das ist ja eine hässliche Statue. Elaine, der hat mich hässlich genannt. Oh, das tut mir aber leid, Schatz. Los, Weiler, wir müssen ihn aufhalten, was er uns wohl klauen will. Erst mich hässlich nennen und dann noch Sachen von mir stehen wollen. Das gibt Ärger. Mist, jetzt schon kommen. Ja, meine Stücke. Ich habe Hunger. Lass uns einen Bürgermeister suchen, wo ich auffällt, wenn er fehlt. Was? Okay. Die doch einfach stehen, ey. Hey, wer ist denn das jetzt? Dot. Was ist? Ich bin Player. Bob. Ja, er hat auf jeden Fall gestanden. Toll. Dot. Was ist das? Random? Niemand mag mich. Warum random? Was passiert jetzt? Ein Auto! Was zum Fick? Hä? Wo kam das random Auto her? Hallo, ist da jemand? Hier ist der Pizza-Service. Eine riesige Salami-Pizza. Was soll ich denn jetzt damit machen? Na toll, ich liebe diese Scherzanrufe. Ist denn da meine Pizza gekommen? Hallo Meister Asgard. Wo bist du ja endlich? Hast du unterwegs vielleicht einen Pizzaboten getroffen? Ja, kam mir gerade entgegen. Verdammt. Also, verwandle mich schnell wieder in ein Vampir. Dieses Rumgejaule der Seelen nervt total. Und sie fangen wieder an, Lieder zu singen. Verdammt, beeil dich! Aber ich kriege dann auch meinen abgewachten 10 Vila richtig. Als meine Belohnung 10 Vila, wow. Ja, aber sieh mal, aber jetzt sieh zu, dass du mich wieder in einen Vampir verwandelt kriegst. Alles klar, einen Moment. Also. Diesen Vorspiel sollte man darauf achten, dass man den wirklichen Stand des Partners mit dem Seil verletzt. Oh, falsches Buch. Wie viel? 150 Fila. Na gut, stell es dir ins Regal. Was zum Fick? Zwischen was? Mein Kampf und nichts als die Wahrheit. Ja. Warum mein Kampf? Es ist nicht schön, das zu erwähnen. Mann. So, ich denke, ich habe den richtigen Zauber. Gut, dann fang an. Warum muss ich einfach mal auf dem. Also los. Mod Orola, Nissan MSN, Ferrari. Ach so, Motorola, Nissan, MSN, Ferrari, Nike, Pro7. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Da muss man das näher drauf aufpassen. Schleichwerbung? Ja. Okay, das ist nicht schlecht.